Der Begriff Glokalisierung bezeichnet globale Phänomene mit lokalen Unterschieden. Solche Phänomene der Glokalisierung entstehen vor allem dann, wenn eine Kultur in Kontakt zu einer anderen Kultur steht und Aspekte dieser anderen Kultur übernimmt, gleichzeitig aber die eigenen kulturellen Besonderheiten bewahrt. Dies kann zum Beispiel so aussehen. Eine Imbisskette eröffnet dank der Globalisierung weltweit Filialen mit dem gleichen Logo. Das angebotene Essen ist jedoch an die lokalen Vorlieben und Ressourcen angepasst, sodass sich die Menüs in den einzelnen Filialen erheblich voneinander unterscheiden können. Es ist also eine Glokalisierung zu beobachten.